und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich so ein paar Einkäufe. Wir waren beim Rossmann, beim TEDx und bei Aldi, ganz kurz. Und überall ist so ein bisschen was mitgekommen und das zeige ich euch jetzt einfach mal schnell. Und zuerst habe ich hier Aldi. Guck mal, wie süß die Taschen sind. Die kosten 69 Cent aus Stoff. Und die schöne Farbe. Gab es auch noch andere Farben. Und beim Aldi bin ich eigentlich nur wegen Klopapier rein, weil es bei Rossmann einfach keins gab. Wirklich gar keins. Ja, habe ich einmal wieder dieses Vierlager genommen und dann so lange nicht mehr beim Aldi. Und dann ist halt mit der Kleinen im Auto gewartet. Die ist nämlich eingeschlafen. Deswegen konnte ich leider nicht da so rumstöbern. Bin nur an den Regalen vorbeigerannt und habe dann so ein paar Sachen noch mit eingepackt, die mir ins Auge gestochen sind. Und ja, aber ich will, glaube ich, da nochmal hin, weil da waren so ein paar interessante Sachen, die ich gerne angeschaut hätte. Die sind ja meistens eher beim Lidl oder beim Penny. Aber das fand ich auch cool. Und dann habe ich nämlich zum Beispiel einmal solche Sandwich-Waffeln gefunden. Die habe ich bei der lieben Xenia gesehen. Ich kaufe die gerne. Das ist so wie vom Kinder diese, wie heißen die? Do-Karts oder Karts, Kinder-Karts, irgendwie so heißen die, glaube ich. Und das ist halt nachgemacht. Beim Lidl habe ich sowas noch nicht gesehen. Aber ich dachte mir, meine Kinder mögen die total gerne und ich finde die auch sehr lecker. Mal schauen, ob die dann auch so gut schmecken. Und dann waren diese Kinder-Duo-Dinger auf 1,80 Euro reduziert. Ja, habe ich jetzt auch einfach mitgenommen. Die sind auch sau lecker. Kekse haben wir eigentlich fast gar keine. Dann habe ich nochmal für 3,33 Euro Gouda mitgenommen, weil hier halt so ein großer Pack war. Dann war auch Black Attack im Angebot, 89 Cent. Wie gesagt, nur beim Vorbeirennen. Ich habe dann die roten Klebedinger gesehen und drauf geguckt und dann gegrapscht schnell. Hat auch keinen Wagen oder so. Die werde ich, denke ich, einfrieren und dann, wenn ich sie brauche, halt benutzen. Dann habe ich einmal wieder einen Kartoffelsalat für Dennis für 1,10 Euro von Pop. Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebeln. Der mag sowas ja sehr gerne und das ist auch in einem Mal dann weg bei ihm. Also hätte ich eigentlich auch das andere nehmen können, da waren zwei oder drei Stück davon. Egal. Dann, weil der Herr immer mein Shampoo benutzt, habe ich ihm jetzt ein eigenes gekauft. Und das hier, ich weiß aber nicht mehr, das war auch günstiger. Ich muss mal grad gucken, hier ist sogar der Bon. 2,79 Euro. So, 2,79 Euro. Hier sind 750 Milliliter drin und ich fand das ganz cool mit so einem Pumper. Ja, halt ein Shampoo für Männer. Dann habe ich auch das hier mitgenommen. Einmal Schmelzkäse mit Gouda. Ich mache heute, denke ich, diese Tortellini in Schmelzkäse-Sahnesoße. Einfach nur ganz schnell. Ja, ich muss mich jetzt erstmal an den Herd rantasten. Und ich denke, da mache ich erstmal so einfache Sachen, weil das mit dem Reisgericht letztens war ein Flop. Leider. Und dann habe ich die Edelsalami mitgenommen. Die haben wir früher so gerne immer gekauft beim Aldi. Dann haben sie die Rezeptur geändert. Und das ist jetzt aber schon so lange her, dass wir das nicht mehr geholt haben. Ich bin mir nicht sicher, wie die jetzt schmeckt. Ich hoffe, immer noch so lecker wie früher. Also auf Snacktellern finden wir das ganz gut. Ist halt so ein Oschi, ne? Aber die schmeckt gut. Ich mag das, wenn Salami so fest ist, wenn man die richtig kauen muss. Und wenn, nicht, wenn die so weich ist. Und das fand ich bei der von Aldi halt immer am besten. Ja, dann beim Rossmann kam einmal Windeln mit. Und dann habe ich das hier gesehen. 3 Euro kostet das knapp. Diesen Staubstopper, den ja alle so hypen. Und beim DM habe ich den noch nie bei uns gesehen. Ich weiß nicht, ob der ausverkauft ist oder generell bei uns noch nicht drin war. Ja, von Polyboy. Ja, mal schauen. Soll halt gegen Staub sein. Ich bin gespannt. Soll auch gut riechen. Mal gucken. Ich habe ihn endlich bekommen. Dann habe ich jetzt einmal von Domol so ein Schwarz-Feinwaschmittel. Ja, bin ich mal gespannt, wie das ist. Ich bin eigentlich total zufrieden damit für dunkle Wäsche. Und ich habe überlegt, weil das ja so lila ist, also das Mittel selbst, ob man damit vielleicht weiße Wäsche weißer kriegt. Also es klingt total paradox, aber irgendwie, weil zum Beispiel, wenn man Kuchenteig macht und da ganz hauchdünn kleinen Tropfen oder so lila reinmacht, dann kriegt man ja auch den Teig weißer, weil das ist irgendwie so eine, heißt das Komplementärfarbe? Auf jeden Fall wird dadurch der Gelbstich rausgenommen, so wie beim Silbershampoo. Und vielleicht klappt das auch bei weißer Wäsche. Ich traue mich nicht, aber irgendwie ist das in meinem Kopf ein bisschen logisch. Also muss ich mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich mich dann trauen werde. Habt ihr das schon mal ausprobiert?
Ja, muss ich da mal schauen. Aber irgendwie in meinem Kopf ergibt es Sinn. Dann habe ich auch ein Silbershampoo mitgenommen, das von Swiss Opal wieder. Ich war damit ja so semi-zufrieden, aber es ist besser als alles andere, was ich bisher getestet habe. Und das eine von meiner Freundin, was sie mir abgefüllt hatte, ist leer. Das wird wohl auch beim Rossmann verkauft. Sonst kann man das über Amazon kaufen, günstiger wohl als beim Rossmann. Aber bei unserem Rossmann gab es das nicht. Und ich brauche ganz, ganz, ganz dringend eins. Ich habe schon ewig nicht mehr Silbershampoo in meine Haare gelassen, wie man sieht. Ja, jetzt werde ich das einfach. Das muss man halt sehr, sehr lange drinnen lassen und am besten so gut wie täglich benutzen, damit man das Gelbe erstmal raus hat. Und ja. Aber sonst ist es eigentlich ganz okay. Es ist wirklich schön dunkel und riecht auch angenehm. Dann noch eine Kinderzahnpasta. Genau. Mein Mann. Und weil da gab es keine anderen. Oh, mein Akku ist leer. Gab es keine anderen Zahnpasten mehr. Nur so eine ganz arschteure, aber die hatte auch Fluorid. Und dachte ich, kann ich auch die nehmen? Und sonst haben wir noch welche für die Kleine. Und eine neue Zahnbürste, weil sie hat ihre schon wieder verbummelt. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt ist. Ja, und dann kommen wir jetzt zum TEDx-Einkauf. Und warte mal, erstmal zeige ich das Langweilige. So. Da habe ich einmal für die Küche hier unten so ein Dings genommen, halt, wenn man abwäscht. Ich finde das halt ganz gut. Ich hätte sowas gerne in Schwarz gehabt. Oder aus Metall, aber gab es jetzt nicht. Einfach, damit es schicker aussieht. Durchsichtig ist aber, denke ich, auch okay. Und es ist halt immer cool, wenn so ein Ding hier unten dran ist, damit das Wasser halt da reinläuft und nicht auf die Spüle selbst. Es gibt dann halt sehr Kalkflecken. Dann ist noch einmal Tapetenkleister, einmal so ein Dings zum Farbe rollen. Zwei Eimer Farbe, die zeige ich euch gleich, so ein ganz heller Creme-Beige-Ton. Und dann ist das eine Tapete oder ist das eine Tapete, ey? Die ist einfach Gold, aber richtig krass Gold. Und wir wollen nämlich das Wohnzimmer. Die sieht so cool aus. Ich weiß, es ist sehr kitschig und sehr krass, aber irgendwie hat die. Hä? Perfekt. Passt perfekt, ne? Ich wollte die einfach unbedingt haben. Die gesehen und habe mich sofort verliebt. Und das ist eine Fließtapete. Ja, wir haben nämlich im Wohnzimmer, kann ich gleich einmal kurz zeigen, ja, solche Säulen, die auch indirekt beleuchtet sind. Und da ist alles noch weiß. Wir wollen jetzt langsam, weil Dennis hat jetzt auch Blut geleckt, zu Ende renovieren. Erstmal wenigstens die Farben so anpassen, dass es gemütlicher ist und schön ist. Und dann irgendwann mal halt ja, neue Möbel und so. Aber das dann mit der Zeit. Da muss man erstmal wieder ein bisschen Kleingeld sparen. Aber ich glaube, das wird so cool aussehen. Meine Mutter wird bestimmt wieder sagen, boah, was für ein Kitsch. Aber ich stehe auf Kitsch. Das ist so schön. Es gab es auch noch in so einem Silber. Wenn man dann richtig steht, wenn das Licht richtig fällt, wirkt es halt auch grün-silber. Ne? Und das ist so wirklich Gold-Gold. Ich hatte nämlich erst so gedacht, so eine Tapete im Kopf gehabt. Irgendwas so ein bisschen wie Marmor oder halt so auch, keine Ahnung, so verwischte Farben, so Erdtöne, so Creme-Beige. Und dann, dass dazwischen so Gold ist. Also, aber ich hätte wirklich so ein richtig Gold-Gold wollte ich haben. Hab schon überlegt, vielleicht dann ne, irgendwie Tapeten zu bestellen, um mal zu gucken. Und dann gibt es die einfach sowas bei TEDx. Ich sehe, okay, das ist halt jetzt krass Gold. Also noch goldiger geht's gar nicht. Aber ich finde die so cool. Ich weiß nicht. Ich glaube, die wird richtig schön aussehen an den Säulen. Ey, sonst hat er immer die kitschigsten Tapeten früher ausgesucht. Wir hatten wirklich hässliche Tapeten schon an den Wänden. Aber irgendwie wirken die cool in dem Raum. Ich glaube, die wird auch geil sein. Es sind ja nur drei Säulen, kann ich ja gleich zeigen. Es wird nicht eine ganze Wand oder so damit gemacht. Und wenn die dann noch von hinten beleuchtet werden, ich glaube, das wird schön. Das wird schön. Ja, ich gehe ja jetzt mal alles verräumen und mich umziehen. Und dann denke ich, werden wir auch, weiß ich nicht, anfangen kochen. Ich muss kochen. Wie gesagt, gibt nur was Schnelles. Diese Tortellini, ich weiß nicht, ob ich das zeigen soll, das habe ich ja schon mal gezeigt. Das ist einfach nur Tortellini abkochen. Sahne und Schmelzkäse erwärmen, alles zusammenmischen, fertig. Mehr ist es gar nicht. Egal, wir gehen dann mal und wir sehen uns dann gleich. Eileen, guckt sie euch an. Ich weiß, es geht nicht noch kitschiger. Doch, geht schon, aber die ist cool. Ich glaube, die wird da so schön sein. Die wird richtig was her, aber ich habe sowas noch nie gesehen.
geil aus. Es ist so ein schönes, warmes Gold, aber irgendwie auch, also richtig hochpoliertes Gold. So wie Weißgold ein bisschen, ne? Weil es hat schon so einen leichten Silberstich, wenn man genau hinguckt, aber es ist mehr Gold. Und die andere ist halt wirklich so ein Hochglanz-Silber, also fast schon Chrom, ne? Und genau, die ist halt derselbe Stil, glänzt dann halt so ein bisschen grün und mit Silber. Und die ist einfach nur Gold. Voll schön, ich finde sie schön. Weiter geht's. Die ganzen Sachen hier, die Wohnwand abgemacht. Schon ein bisschen geguckt, die Farbe ist aber schön. Schön warm. Und hier sind diese drei Säulen, die ich meine, die sind indirekt beleuchtet. Und die sollen dann in diesem Gold sein. Jo, müssen wir alles so ein bisschen hübscher machen hier. Das kommt später alles weg. Dieser ganze Haufen da, das auch. Das sind so eine Couch, die meine Mutter dann haben möchte. Der Tisch kommt hier weg. Die Couch bleibt erstmal. Joa. Aber ich denke, wenn man die Wände schön macht, dann wird das auch schon ganz anders aussehen. Nur meiner. So weit sind wir, beziehungsweise Dennis, erstmal gekommen. Ich passe halt die ganze Zeit auf die Kinder auf. Jetzt habe ich gerade die Kleine schlafen gelegt. Und jetzt müssen wir noch schnell unseren Sohn abholen. Es ist schon 8 Uhr. Der ist bei seinem Freund heute. Aber ja, so sieht's aus. Also hier die Seite ist schon mal geschafft. Ja, das muss jetzt erstmal alles trocknen. Also hier dann gleich weiter, ne? Aber Dennis ist so schnell. Also es ging jetzt wirklich schnell. Das Abkleben dauert länger als zu streichen. Dann wird das auch, wenn es trocknet, dann ein bisschen heller. Und dann kann man halt gucken. Also auf jeden Fall muss man, ich denke, überall zweimal drüber. Dann noch einmal halt, damit es schön fleckenfrei ist. Schon richtig gespannt, wie das aussehen wird, wenn hier die Tapeten sein werden. Es wirkt halt in der Kamera viel, viel dunkler, als es ist. Aber es ist auch schon dunkel draußen. Ja, so sieht es hier erstmal aus. Und die chillt hier auch ihr Leben. So, die Wände sind jetzt alle einmal gestrichen worden. Hier wirkt das jetzt richtig schön hell. Also in der Kamera wieder ein bisschen anders, aber... Das meinte ich mit indirekter Beleuchtung. Also diese drei Säulen leuchten halt. Man kann halt verschiedene Farben machen. Ich finde weiß am schönsten. Ja, und ich glaube, wenn da dann diese krass goldene Tapete draufkommt, das wird schon nicht schlecht, meiner. Ja, so. Na, das ist halt unser Wohnzimmer. Und jetzt mit der Küche werden wir es hoffentlich auch oft nutzen. Vorher hatten wir halt nie wirklich Lust, hier zu sitzen. Hier ist halt nichts. War auch nicht schön. Wir haben uns hier halt ja nicht so Mühe gegeben, weil wir das immer aufgeschoben haben. Andere Sachen dazwischen kamen. Aber jetzt dachten wir, na, jetzt machen wir beide Räume. Hübsch. Wenigstens die Wände und so. Dann wird es auch schon, ist schon viel gemütlicher. Allein das hier ist schon viel, viel wärmer jetzt als vorher. Es war so ein kalter Raum einfach. Zwar wunderschöne Decken, aber das war es dann auch. Einfach ein kalter Raum. Und irgendwann holen wir uns dann auch unsere Traumcouch, ne? Und vielleicht eine neue Wohnwand auch. Irgendwas Kleineres. Aber erstmal muss das herhalten. Das hat übrigens auch Beleuchtung. Also, bei ihm muss alles mit Beleuchtung sein. Ja. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Noch ein Spiel. Macht auch so Spaß. Du willst hoch, ne? Du willst alle. Du bist. Man muss seine Magnetfeder loswerden. Mama. Hoch. Da hast du keine. Ah, du hast schon gewonnen. Er hat schon keine mehr. Er hat zweimal gewonnen. Zweimal. So schön. Das wird, glaube ich, echt schön. So schön. Ist übrigens der nächste Tag, aber das ist, denke ich, klar gewesen. Ist jetzt mittlerweile auch schon wieder Abend. Und ich finde das so schön. Es ist halt wirklich krass, ne? Also echt.
Aber uns gefällt's. Wir haben immer irgendwelche komischen Tapeten, ne? Ich find's richtig schön. Ja, und ich mach die ganzen... Danke. Glasregale sauber. Jetzt die Schränke auch einmal alle abwischen, sauber machen. Eins hängt hier schon und die Wand ist ja fertig. Huch. So, die entstaube ich auch alle dann noch. Und ja, und den Tisch lassen wir, denke ich, doch erstmal hier in der Ecke. Wir wollten den auch erst wegtun. Aber wir haben halt keinen großen Esstisch. Falls wir Besuch bekommen, den kann man halt ausziehen. Der ist schon richtig alt und klapprig. Und wir wollen den auch verschenken. Vielleicht holt ihn jemand ab. Und wenn nicht, kommt er auf den Müll. Aber erstmal muss der bei uns bleiben, weil wir halt keinen anderen haben, den wir groß machen können, also den wir ausziehen können. Wir brauchen halt wirklich den Platz. Wir sind immer viele Leute. Ist zwar nicht oft, aber so ein paar Mal im Jahr brauchen wir wirklich einen großen Tisch. An den Geburtstagen und so, wenn die ganze Familie kommt. Wir sind halt echt nicht wenige. Richtig schön. So viel, viel wärmer jetzt der Raum. Nicht mehr so kalt und... Weiß ich nicht, der sah immer so unfertig aus. Joa. Ist halt echt wirklich Geschmackssache. Also nichts Schlechtes schreiben, uns gefällt's. Im Wohnzimmer sind wir gestern auch fertig geworden, ganz, ganz spät. So sieht das jetzt alles aus. Ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Sieht jetzt so ordentlich und gemütlich aus. Ja, das ist jetzt so, den Spiegel müssen wir noch anbringen. Und dann mal gucken, wie wir hier alles dekorieren werden. Und so sehen die jetzt aus. Ich finde das richtig schön. Fällt mir unnormal gut. Und man fühlt sich so wohl. Also wir sind jetzt auch die letzten Tage nur noch unten. Oben verbringen wir kaum noch Zeit, wirklich nur zum Schlafen oder Duschen. Und hier unten, ja, sind wir einfach jetzt ganze Zeit. Das hier muss irgendwann auch weg, aber wir haben halt noch keinen neuen Tisch. Solange wir halt noch keinen haben, muss das da bleiben, weil wir, hatte ich ja schon erzählt, ne, immer viele Personen sind. Wir brauchen einfach einen großen Tisch, den man ausziehen kann erstmal. Aber ich will alles, ja, so in dem Stil. Irgendwas Weißes muss da, glaube ich, dann hin. Ja, hier müssen wir jetzt noch weiter ein bisschen aufräumen, die einräumen. Also reinsetzen und reintun und dann irgendwann auch einen Fernseher kaufen. Ja, und die Türen wollen wir eigentlich auch entweder tauschen, mal schauen oder streichen, weil die, weiß nicht, machen das Bild irgendwie kaputt. Wenn die weiß wären, wäre das viel, viel schöner. Ne? Ja, hier sind noch Spielzeugkisten. Muss ich noch aussortieren und hier wird auch eine Spielzeugkiste bleiben. Für die Kleine, ich denke mal, ich mache ihr hier so eine kleine Ecke hin mit ihrem Tisch und ihren Stühlchen und dann eine Kiste mit Spielsachen, dass sie auch, wenn wir hier unten sind, halt was zum Spielen hat. Ja, der Tisch kommt auch noch weg, den nimmt auch meine Mama. Aber so sieht's aus, ich bin total verliebt, ich finde es richtig schön. Ja, uns gefällt's. Es geht weiter. Jetzt wollen wir das hier noch hübscher machen. Gefällt uns nicht mehr.
der Bahn klebt und das sieht so schön aus. Ich bin richtig verliebt. War eine gute Idee, meiner. Dennis hatte die Idee, das zu machen. Klar, wir müssen hier gleich noch ein zweites Mal drüber, damit diese Flecken da weggehen. Aber das kann man ja schon kleben. Boah, das sieht so schön aus. Viel, viel besser als vorher. Hier haben wir ja auch indirekte Beleuchtung. Sieht man jetzt nur gerade schlecht. Einmal komplett. Und das wird, glaube ich, richtig gut aussehen, wenn das fertig ist. Hihihi. Fertig. Ja, so ist schön. Jetzt muss die Wand noch trocknen. Deswegen sieht es so fleckig aus. Weil da halt noch ein paar Stellen nass sind. Nochmal? Ja, ja, wir sind hier hinten. Ach so. Ja. Aber trotzdem, das ist so schön. Ja. So, wir haben jetzt direkt auch weitere Projekte im Kopf. Mal gucken, wann wir das dann machen. Aber ja, so ist jetzt der Zwischenflow bei uns. Hier ist noch totales Chaos. Die Couch muss ja noch abgeholt werden. Mal gucken, wann meine Mutter das schafft. Das hier alles gleich weg. Ja, ich mache hier gerade meinen Vorratsraum. Also hier ist das Wohnzimmer bei uns. Und hier, muss ich auch gleich noch weitermachen dort, habe ich jetzt diese Kisten runtergeschleppt und fange an, hier halt ein bisschen zu putzen und alles einzuräumen. Hier sind dann so Snacks drin, Nüsse, dann ist eine Schublade nur Schokolade. Die andere, hier habe ich jetzt noch Kartoffeln und Zwiebeln, weil oben hatte ich ja keinen Platz für woanders. Und jetzt bin ich aber so dran gewöhnt und finde das eigentlich auch total praktisch hier in diesen Kisten. Da passiert auch nichts mit, also es schimmelt nichts oder sonst was. Ja, da ganz unten habe ich so Einkaufstaschen einfach hingetan, Backschokolade und sowas, ja, salzige Snacks, Kekse, also solche Sachen kommen dann einfach hier rein, ist dann immer schön ordentlich und hier, ja, muss ich dann auch noch alles einräumen, ich habe noch nicht alles geschafft. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Ne? Ja, die Treppe wollen wir halt gerne mal umstreichen auch. Aber mal gucken, wann wir das in Angriff nehmen, weil das ist echt viel. Und diese Wände hier halt, ne, in so einem, ups, in so einem ganz hellen Beige. Also noch heller. Weil jetzt ist das so ein komischer Ton, so ein grau-rosa, keine Ahnung. Beißt sich halt ein bisschen mit dem jetzt. Und das muss man eh auffrischen. Hier sind Macken drin, hier sind irgendwelche Flecken schon. Leben ja auch schon 5 Jahre hier. Ja, ich finde es so schön. Nein. Aber es sieht echt schön aus. Boah, und als die Dinger, diese... Ja, hier. Als sie noch nicht geleuchtet haben, diese Glasregale, waren die schön sauber. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit wie eine Verrückte am Putzen, weil man doch irgendwas immer noch erkennt an Flecken. Aber egal, besser geht's nicht. So eingeräumt sind sie. Ja, hier, die sind noch leer. Aber da gucken wir mal, ob wir dann irgendwie schöne Deko finden, die vielleicht leuchtet. Haben wir bei Depot und so auch gesehen. Und hier sind halt auch noch leere. Ja, mal gucken. Und da müssen auch noch Fotos rein. Und dieses mit den Sternchen stört mich. Ich überlege, ob ich da das entweder Gold anmale oder ansprühe, den schwarzen, oder... Ich weiß nicht, ich versuche mal gleich vielleicht die Tapete dran zu kleben, diese goldene. Mal gucken, ob das geht. Das ist aber, glaube ich, richtig schwierig mit dem Muster. Gerade ist auf Goldmodus. Ich will richtig auf Goldmodus. Ich will am liebsten jetzt alles Gold haben, alles Gold ansprühen. Tja. Ne, Genie, auch dich. Weil du bist goldig. Bist du gern scheiße. Sieht aber richtig blau aus. Eigentlich ist das weißes Licht unten. Und hier ist jetzt auch Beleuchtung. In der Fußleiste. Richtig schön. Oder so. Den kann man leider nicht wechseln, aber hier. Mal aufstehen. Kann man halt auch. Ne, für Partys. Ein paar andere Farben. Ja, aber das hier gefällt mir richtig gut. Also wenn hier alles im warmen Weiß ist. Richtig schön, danke Dina. Grün? Yeah. Ja. Richtig gut aus.
Schön gemütlich. Okay. Und jetzt macht uns Dennis noch ein Abendessen. Ich wollte gerade Mittagessen sagen, es ist schon spät. Wir hören hier gerade Kinderlieder und macht Bratkartoffeln. Das liebe ich. Ich kriege die ja nie so hin wie er. Obwohl es nur Kartoffeln anbraten ist. Trotzdem ist es bei ihm leckerer. Und ich mache dazu jetzt einen Salat. Wow. Richtig cool, das Brett. Das Messer ist auch gut. Ich hätte hier vielleicht den zweiten dran machen sollen, für das, was gut ist, ne? Schon geschnitten ist, dann kann man das abmachen und hier reinkippen. Du musst das Brett noch testen. Hat mir Dennis ja mal geschenkt. Das will ich einfach mal rein. Und dann kann ich gleich alles in meine Schüssel tun. Wow.